Als ich von der Arbeit jeden Abend nach Hause gefahren bin, dachte ich mir immer, oh, ich will was Geiles kochen, aber ich habe keine Lust mehr, irgendwie in den Supermarkt zu gehen. Und dann dachte ich mir, es wäre doch praktisch, wenn da an meiner U-Bahn-Station so jemand stehen würde, der so eine Tüte verkaufen würde, wo alles drin ist. Und dann stand da aber keiner und dann dachte ich, dann muss ich das selber machen. Gedacht, getan. Seit 3 Monaten gibt's am U-Bahnhof Hohlhofbrücke Chris-Koch-Tüten. Was drin ist, variiert, je nach Lust und Wetter. Heute haben wir was Leichtes an so einem heißen Tag wie heute. Ein Zucchini-Salat mit Halloumi-Käse. Das ist dieser Quietsche-Käse. Der quietscht so ein bisschen, wenn man den isst. Und mit Walnüssen. Und dazu gibt es so ein zitroniges Petersilien-Pesto. Das heißt, das Rezept ist hier drin und alle Zutaten. Und du musst eigentlich nur die Kochtüte kaufen. Da kannst du direkt nach Hause gehen und gleich loskochen. 15 Minuten. Und dann ist fertig. Eigentlich war Chris mal Banker. Daran, dass er sein Geld jetzt mit dem Spaß am Kochen verdient, ist irgendwie seine Mutter schuld. Meine Mom hat mich damals als Kind gezwungen, mit 7 Jahren oder so in Kinderkochkurs zu gehen. Und damals fand ich das anfänglich voll doof. Aber danach habe ich dann meine Mom gezwungen, dass sie mich zu noch 2 weiteren Kursen anmeldet. Und seitdem finde ich eigentlich Kochen ziemlich geil. Dass ich aber was mit Kochen machen werde, war mir so nie bewusst. Aber als ich dann die Idee mit der Kochtüte hatte, dachte ich, das könnte was werden. Alles, was ihm selbst schmeckt und schnell gemacht ist, kommt früher oder später in die Tüte. Die kostet 5 bis 6 Euro für eine Person und ca. 7 bis 8 Euro für Schönen 2. Schönen Feierabend. Nicht gerade billig. Klar, ist im Supermarkt irgendwie günstiger, aber am Ende wirfst du dann trotzdem irgendwie das meiste weg, was dann irgendwie trotzdem teuer macht und auch nicht Sinn und Zweck der Sache ist. Für seine Kunden überwiegen die Vorteile. Es gibt sogar schon erste Stammkunden. Wie gesagt, ich bin an der Backtüte und da sind wir dran und der Nachtischtüte. Ich kaufe die Kochtüte, weil ich sonst eigentlich gar keine Zeit habe zu kochen. Und das ist voll super. Also ich muss ja nur zur Tüte greifen, nach Hause gehen, das Rezept lese ich mir in der Bahn schon durch. Man kann dann gucken, schmeckt es mir nicht. Die Preise sind absolut fair. Dann ist es einfach eine gute Anregung. Manchmal fällt mir nämlich gar nichts mehr ein, esse ich nur Brot und das ist ja viel gesünder. Das ist einfach unheimlich einfach und geht schnell und man hat was Frisches und man hat ein gutes Gefühl. Chris' Idee kommt gut an, trotzdem ist es manchmal schwer. Was einen nach unten zieht, ist, wenn du dahin fährst mit deinen Kochtüten und du verkaufst keine Kochtüten. Keine Ahnung, falsches Gericht oder ist dann doch zu heiß für die Kässpätzle oder weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, du verkaufst nicht so viele Kochtüten, wie du dir gedacht hast. Die Leute laufen vorbei, ohne irgendwie nur zu gucken. Aber mein Optimismus ist wie so eine alte Katze, der ist vielleicht mal 2-3 Tage weg, aber irgendwann kommt sie immer zurück. Chris ist zuversichtlich, dass er bald von seiner Idee leben kann und die Kochtüte nicht nur seine Kunden satt macht, sondern auch ihn ernährt.